So, hallo. Heute tauschen wir das Original-Windschild gegen ein MRA-Windschild. Ich habe das mal zurückgebaut gehabt, weil ich noch mal einen direkten Vergleich haben wollte und habe mir einfach mal gedacht, weil es ja doch nicht so einfach ist, wie es in der Anleitung steht, dass wir das mal schnell zusammen machen. Also, was müssen wir alles machen? Wir müssen entfernen. Diese Abdeckung, dahinter ist ein Imbus, Fünfer Imbus, dann die Schraube, die Schraube, die Schraube und die Schraube, hier auch wieder mit Imbus. Dann muss zwingend weg er hier. Dann diese Pins müssen raus. Eins, zwei und drei. Dahinter ist dann, das müssen wir auf beiden Seiten machen. Warum, erkläre ich dann mal später. Ich werde erstmal bis dahin abbauen und dann melde ich mich gleich wieder. So, in Folge müssen die ab. Die kriegt ihr aber erst, wenn der obere Teil der Scheibe weggeschraubt ist. Den unteren solltet ihr auf jeden Fall noch drin lassen. Warum, zeige ich später. Auf der Seite habe ich das schon mal rausgezogen. Das kann man jetzt einfach ganz normal, das ist ein Gummi, damit man die Scheibe ein wenig hochdrücken für. Ich mach das mal ein bisschen. So. Ja, mit einer Hand ist das jetzt etwas bescheuert. Das auf der Seite ein bisschen hoch. Hat man den auch. Innen drin steht, für welche Seite es ist. Das ist hier die rechte Seite. Das sieht man hier noch mal. Und ja, weiter geht es gleich. So, nachdem man ihn hier raus hat, den raus hat, kann man diese Abdeckung eigentlich relativ einfach entfernen. Genau. So sieht das dann aus. Und hier sieht man schon ganz gut, wie ich die Blinker verbaut habe, unter anderem. Ne, Kupferfarbene dort ist der Widerstand. Das kann man hier ganz gut einklippen. Das ist dazwischen geschaltet, einfach nur. Und dann geht es da unten in den Blinker rein. Na, den Blinker kann man da unten nicht so montieren. Das kriegt man nicht hin. Da kommt man so nicht ran. Da muss man komplett von unten ran. Ne? Also sprich, das heißt, die Seite muss ab. Unten, das ist geklippt, das muss ab, etc. So, das war ein kleiner Exkurs. Und jetzt muss man bei der, ich komme wieder zur Scheibe einfach mal hier, muss man das dann lose schrauben. Und ich zeige auch gleich nochmal, es muss auf jeden Fall auch noch diese Schraube ab. Die hier, weil die hält hier diese Verkleidung. Und die da hinten ist die da. Die muss auch noch ab. Da geht man am besten mit dem Schraubenzieher da durch und baut das ab. Warum, zeige ich auch noch mal gleich. So, jetzt haben wir die beiden Schrauben so weit weg. Jetzt kann ich hier nämlich diese Verkleidung abklipsen. Und nur so bekomme ich in der Regel die Scheibe gut raus. Ja. So sieht sowas dann aus. Hintergrund, warum muss ich das alles komplett rausnehmen? Bei der Originalscheibe ist hier unten ein, muss man ganz kurz sagen, bei der Originalscheibe ist hier unten ein Keil drin, der wird hier eingeführt. Ich nenne es mal Third-Party-Scheibe, hat das nicht. Die Third-Party-Scheibe hat diesen Keil nicht, der hier unten dran ist. Na, also das heißt hier, das ist die nächste, die könnte ich jetzt einfach so einsetzen. Das geht wahnsinnig schnell, dann wird das einfach nur noch zurückgebaut und gut ist. Ja, also versuchst du, ohne die Verkleidung zu lösen, die Scheibe rauszuziehen. In der Anleitung von MRA steht einfach so hier drei Schrauben ab und einfach rausziehen. Machst du das, kann ich dir garantieren, dass das hier alles wegbrechen wird. Na? Du beschädigst damit dein Motorrad, hast du keinen Bock drauf. Guck mal, hier ist so auch schon, hier sieht man das, ja. Ne, da sind Krallen drin von der Originalscheibe, die ist auch zum Teil eingeklebt. Ne, einfach raus und fertig ist da nicht. Ne? Also da musst du dann schon ein bisschen aufpassen. Ja, so sieht es aus.
Und jetzt bauen wir den ganzen Unsinn wieder zurück. Und das ist das, was du da insgesamt rausholst, nur um eine Scheibe rauszuholen. Ja, das ist eine Magnetschale. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr... Guck mal hier. Das ist mir am Anfang passiert, weil man nicht drüber nachdenkt. Wenn ihr die obere Schraube löst, legt euch da etwas Papier zwischen. Dann kann nämlich da nichts verkratzen. Ja? Ja, ich bin fast fertig. Ein Spiegel noch und dann gucken wir mal. So, fertig ist die Bude. Wir haben jetzt gebraucht, weiß ich nicht, ein bisschen über 20 Minuten für alles. Ich habe das allerdings schon ein paar Mal gemacht mittlerweile. Alle Verkleidungen sind wieder dran, vernünftig dran, ordentlich angeschraubt. Ne, es ist alles, was ihr bei einer Scheibe niemals vergessen solltet, sind diese Gummis, die Zusatzgummis, werden ihr angehalten. Ohne dieses Gummi könnt ihr die Karre stehen lassen, weil ihr dann nicht weiterfahren dürft und die ABE dann erlischt. Na, von diesem Ding dementsprechend ist dann auch die Betriebserlaubnis weg. Ja, na, so sieht's aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal gucken, vielleicht zeige ich. Ja, weiß ich noch nicht. Ach ja, was ich noch auf jeden Fall empfehlen würde, ist auf jeden Fall so ein Ständer, wenn ihr an dem Ding rummontiert, weil ihr dauernd auch nach rechts und nach links müsst und wieder nach rechts müsst und wieder nach links müsst, weil es nicht anders geht, um an die Dinger ranzukommen. Das ist schlecht, wenn man nur ihn hat. Ne? Gut, macht's gut. Den ganzen Gruß, bis dann. Ciao.